Also das habe ich ja gefühlt immer mindestens einmal gegen den verkackt hier, gegen den Idioten. Alter. Alter, lass mich in Ruhe. Jetzt öffnet das scheiß Inventar. Alter, ist der Typ dämlich. Sag mal, der denkt ja noch 30 Stunden nach hier. Ich drück die ganze Zeit I, der macht das scheiß Inventar nicht auf, ne? Stattdessen, nö, ich lach mal noch mal ein bisschen nach hier, ne? Ist ja schon wichtiger, als mich zu retten, ne? Ja, natürlich, ne? Retten ist mir scheißegal, ne? Ja, der liegt, Freunde. Er liegt. Er liegt. Wir haben ihn besiegt. Das geschieht dir recht, du blöde Sau, du. Alter, ich komme mir ein bisschen vor wie Klaus Kinski, ne? So, du dumme Sau. Wir haben ihn besiegt, ja. Jetzt kommt er wieder. Wow. Was war das denn? Der Kopf ist einfach mal so 30 Kilometer weit weggeflogen. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ja schon wie Baseball. Was da so alles passieren wird. Wir gehen jetzt erstmal ins Toad-Haus. Und ich finde, auf der Wii gibt es die besten Toad-Häuser überhaupt, weil da sind einfach die coolsten Minispiele drinnen, ne? Hier hat man zum Beispiel das Memory. Beim One-Up-Haus hast du halt diese Kanonen und beim Stern, da kriegst du den Stern einfach so, ne? Wir dürfen natürlich Bowser Jr. und Bowser nicht erwischen. Ne? Wir müssen jetzt zum Beispiel eine zweite Feuerblume noch einsammeln. Ja, und den sollte man vermeiden. Oh, ein Stern. Stimmt, den gibt es ja auch hier. Oh, ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt einen Bowser erwische. Ah, kann ich noch ein zweites Item auftauchen, bitte? Nein! Alter! Das beim ersten Mal, das ist doch unfair. Zum Glück gibt es nicht allzu viele von diesen Unfairen. Da gibt es nur so ein paar gewisse Kandidaten. So, aber jetzt wieder hierzu. Mal gucken, wie diese Runde läuft. Ey, das fängt ja sehr scheiße an. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Ah, bei den Ecken, da bin ich mir nie sicher. Ja. mit Ansage auch noch, ne? Die Ecken. Bleib stehen. Das war daneben. Boah, ist die stark. Boah, Alter. Was hatten die denn mittlerweile durch? Was? Ich bin einfach tot. Alter, die hat mir die Rüstung einfach so dermaßen runtergehauen. Wow, ich bin schon wieder was tot. Nee, ich muss abhauen. Da hat man keine Chance gegen. Die sind ja übertrieben stark. Oh nein, 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 nein. Ich habe keinen Bock zu sterben. Aber ich werde garantiert sterben. Also, die haben sie viel zu stark gemacht. Da, ich bin tot. Ich hatte keine Chance, gar nichts, nicht mal mit Mutantenrüstung, nichts. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine Runde Memory. Ja, komm, ich will es nochmal wieder machen. Ich hoffe, wir haben jetzt diesmal wieder ein bisschen mehr Glück. Einmal haben wir es ja, glaube ich, ein bisschen geschafft, ne? Da haben wir drei Items bekommen. Das war, glaube ich, im. Welchen Part waren das? Im zweiten?
Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich fange jetzt einfach mal irgendwo hier drüben an. Als ob. Jetzt sag mal, für wen willst du denn verkaufen hier? Das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Ah. Leck mich. Vor allem, ich habe es ja auch noch gesehen, dass die Flamme eigentlich auch noch bis nach unten geht. Und warum bleibe ich da eigentlich bitte stehen? Ja, ich glaube, ich bin heute zu faul, um hier irgendwie was zu machen. Ja. Ja, generell mein ganzer Tag war eigentlich total langweilig heute. Ich glaube, Mario ist auch ein bisschen langweilig. Der hat einfach keinen Bock zu springen und so weiter, ne? Dies und jenes. Das war eigentlich so eine einfache Stelle und trotzdem lässt er sich treffen, ne? Und warum bleibe ich da eigentlich überhaupt stehen? Das muss mir mal jemand erklären. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich werde da auch nicht nochmal hingehen, weil... Sonst bin ich viel zu faul, da auszuweichen oder weiß nicht was. Ich glaube, in diesem Part bin ich einfach nur ein bisschen faul. Welche Dinge auszuführen. Alter Schwede. Ja, okay, die Stelle ist doch schon ein wenig hartnäckig hier. Hä, wie kann das denn sein? Hä, der ist doch da eindeutig explodiert. Ich habe das doch gesehen. Na, irgendwie ist es nicht so mein Part heute. Und haben wir auch diesmal wieder Glück oder sieht das wieder schlecht aus? Weil letztes Mal hatten wir eigentlich echt Glück gehabt. Und ich hoffe, das bleibt dann auch so und ich werde auch mal ein Propellite bekommen. Jo, wir haben direkt Minipits gefunden. LOL. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ja, nee, was geht denn hier ab? Oh, oh. Da, den will ich haben. Ja, der ist auch okay, aber ich will Propeller. Komm. Nein. Weil die Ecke traue ich mich nicht. Ich mach mal lieber hier. Oh, scheiße, das wird immer belastender. Schade. Aber so schnell direkt Items bekommen, das hatte ich trotzdem nicht erwartet. Aber leider kein Propellite. Das ist halt wirklich das einzige Item, was wir bisher noch nicht im Pilzhaus gewonnen haben. Alter Schwede. Und du musst dir wirklich so dermaßen aufpassen, dass du hier nichts falsch machst, ne? Sonst bist du in der Lava. Nein! Warum rutscht der Typ? Das ist so belastend gerade, ey. Och, meine Fresse, ey. Hat er ein Stück Seife wieder unter seinen scheiß Schuh gehabt, ey? Der soll sich mal neue Schuhe kaufen gehen, ey. Oh, und die Plattform werden immer kleiner und ich könnte kotzen hier. So, jetzt halte ich mal kurz meine Klappe, damit ich mich auch konzentriere. Ich hab geschüttet. Eindeutig. Hundertprozentig. Und das ist keine Lüge, die ich erzähle. Ich hab hundertprozentig geschüttet. Aber Mario ist so blöd, um das auszuführen. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man bei diesem Kampf bitte so häufig sterben? Das kann man doch seiner Oma nicht mal erzählen, Junge. Oh, jetzt echt die Frage, ob wir das
schaffen können. Nein! Scheiße! Oh, das ging ja schnell. Ist ja eh keine leuchtende Variante. Was fällt dir ein, du blöde Sau? Du dumme Sau! Such dir mal lieber eine Frau. Ach ja, stimmt, das war eh eine Frau, ne? Naja, egal. Jetzt machen sie Team gegen mich, oder? Ich glaube, man kann sich echt nicht entscheiden, wer jetzt gegen wen kämpft, ne? Aber der traut sich auch gar nicht, guck mal. Der traut sich gar nicht, hier anzugreifen, weil der weiß, dass sie zu gefährlich für den sind. Weil der hat alleine keine Chance gegen die. Ah doch, jetzt guck mal. Ja, guck mal, der liegt schon am Boden, der Typ. Ja, scheiße, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte den jetzt Unterstützung haben, den Ureinwohner. Das habt ihr mal wieder toll hinbekommen, ihr blöden Viecher, ne? Dafür gibt es jetzt die gerechte Strafe hier. Hey, hört auf. Ich hab euch nichts getan. Na, doch eigentlich schon. Alter. Das nennt man dummes Kämpfen, ne? Mund halten, Mund halten, Mund halten. Sehr schön. Meine Fresse, warum müssen die immer so stark sein, die blöden Dinger hier? Ich hoffe, dass die Ureinwohner die mal ein bisschen auslöschen hier. Aber die verkacken da gerade, wie es so aussieht in dem Dorf. Ich habe schon gedacht, ne, dass ich dieses Flickfack... Alter! Das ist nicht dein Scheißernst. Ich brauche wirklich eine Pause. Alter. Als ob ich durch den Lappen da jetzt gestorben bin, Junge. Oh. Ja. Scheiße. Nein, 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 nein. Die Abgehobene hat mich überholt. Das gibt's nicht. Ja, das wird sich natürlich wieder über mich lustig machen, der Kürbis-Freak, ne? Ja, ich weiß, der Abgehobene hat gewonnen, aber ich habe immer noch mehr Punkte als sie, ne? Ja, guck mal, sogar Bowser hat mehr Punkte, ne? Enttäuschend, ne? Ja. Ja, sicher. Ist klar, ne? Ey, sag mal, ich werde ja hier nur reingeschubst, was anderes wäre. Ich bin in ein absolutes Gleichgewicht hier. Ja, gut, Toad wiegt ja gefickt nur 3 Gramm, also. Der muss mal ein bisschen mehr auf den Rippen haben hier. Komm, weg mit euch. Keiner braucht euch hier. Wow, wie bin ich nah rüber gekommen, ey? Nur weil ich so groß und fett war, ne? Na, Wario ist ja schon fett genug, ne? Der wollte noch fetter werden. Ja, nochmal eine Runde bei McDonald's oder so, ich weiß nicht. Ey, die können schon Arschlöcher sein, auf jeden Fall. Wie die Rachel einfach mal an dem vorbeigezogen ist, ist klar, ne? Ja, nee, ne? Ja, geil. Weil die Rachel einfach an denen vorbeigeflogen ist, weil die so blöd war. Das blöde Ding. Boah, die ganzen Bananen. Oh, nein. Und dann kommt der wieder, ne? Der wieder alle... Hä, was? Alter, habt ihr das gesehen? Die Rachel ist einfach mal zurück zu mir gefahren. Die war vor mir, ist aber wieder zu mir zurückgekehrt. What the fuck? Oder ist die einfach stehen geblieben? Nee, die ist eindeutig zurückgefahren, das habe ich doch gesehen. Hä, was? Alter, habt ihr das gesehen? Die Rachel ist einfach mal zurück zu mir gefahren. Okay. Spiele sind doch ganz gut, oder? Oh Gott, wäre schön, wenn wir noch... Und natürlich, ne? Ist klar. Aber wir werden trotzdem nur Erster. Alter, die Busche, ne? Ja, aber wenn wir trotzdem Zweiter gewonnen, hätte mich das auch nicht gewundert.
Oh, hier sind komische Spuren. Ach, das sind diese Gnome. Da haben wir sie endlich gefunden und... Warum sind da Schuhe im Kühlschrank? Was ist denn hier los? Okay, ich muss bestimmt hier rein. Also erstmal ducken natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Okay, da komme ich schon mal nicht hin. Hier vielleicht? Alter, geh zum Kühlschrank. Nö. Na, Gnome, kannst du mir vielleicht helfen? Kannst du mir sagen, was ich hier machen muss? Oder... Weiß er nicht. Ich gehe, glaube ich, nochmal zurück hier. Moment. Warte mal. Kann ich mit dem Balken? Nee, da kann ich nichts mitmachen. Okay, was zu tun? Alter, du musst da hochklettern. Mach mal erstmal zu hier. Ach, warte, ich sehe schon, glaube ich. Ich kann doch hier hoch oder nicht? Nee, Moment, ich kann da gar nicht hoch. Nee, es geht doch gar nicht. Es sieht aber irgendwie so danach aus, ne? Ja, sorry, falls ein paar Rätsel mal ein bisschen länger dauern sollten. Aber das ist halt schon ein bisschen her, das Ganze, ne? Aber da kann ich halt auch nichts machen, ne? Ach, warte. Das ist so offensichtlich. Wir können doch hier hochklettern. Ja, da wo diese tollen Markenschuhe sind natürlich. Dass ich darauf nicht gekommen bin. Ja, es wird die eine oder andere dauernde Szene geben. Was? Ach, die Würmer. Die habe ich ja total vergessen. Die bringen einen ja sofort um. Ach du Scheiße. Okay, man speichert hier. Das ist, wir müssen aufpassen vor diesen Drecks. Hä? Ah, ich bin außerdem auf Ducken raufgekommen. Shit, ey. Ja, es fängt doch schon mal gut an hier mit der ersten Folge. Hat der, dass wir hier drinnen sind? Na gut, der riecht halt den Atem, ne, von den Leuten. Was? Junge, ich hab doch rechte Maustaste gedrückt. Was will der von mir? Also er geht mir echt schon wieder ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also. Parker. Aber ich hatte ihn eh schon, der ist direkt neben mir. Da ist er. Was? Ups. Oh Gott, bin ich blöd. Ich klicke auf linke Maustaste. Sag mal, wie blöd kann man da eigentlich wieder sein, Junge? Da würde ich dann da das Wohnzimmer hinmachen. Ich verstehe den Typen echt nicht. Der kann doch raus. Was ist denn sein Problem da? Kann ich den schieben? Nee. Ja, toll. Das liegt da am Boden. Jetzt steht er wieder auf. Kann er mir jetzt bitte mal folgen? Mann, guck mal, hier ist so ein Durchgang. Guck dir das nochmal an. Hier, guck mal. Ich komme hier durch. Hallo. Guck mal. Alter, das ist nicht sein scheiß Ernst, ne? Ich glaube, er will uns wieder nur verarschen. Oder? Er macht einfach gar nichts. Ja, also ich glaube, wir werden uns einfach nur pranken heute. Das ist Kevins Prank-Tag einfach. Was anderes ist es einfach gefühlt nicht. Hä? Er ist einfach da. Was? Warum geht er denn noch weiter rein? Hä? Was ist denn mit dem los? Das kennt man ja so gar nicht von dem. Jetzt geht er einfach mal noch tiefer da rein. Ich kapiere gar nichts mehr.
Ja, ich würde mal sagen, das war's denn nun. Das war echt sehr viel Action. Ach komm, stimmt, ich habe ja noch gesagt, wir wollen zum Abschluss ja nochmal ein Pilzhaus machen. Das machen wir auch nochmal. Mal gucken, ob wir da nochmal Glück haben oder nicht. Hier fing alles an, wo wir das erste Pech hatten damals. Vor 18 Parts, glaube ich. Also schon 18 Tage her. Okay. Ja. Nein. Pass mal, oh, jetzt verkacke ich es wieder wie im ersten Part. Ah. Ja. Es ist wie in der ersten Folge. Genauso verschissen im selben Toadhaus. Geil. Es fängt mit den Toadhäusern es hört mit den Toadhäusern genauso auf, wie es angefangen hat. Ach guck mal, du kannst sie jetzt beliebig oft besuchen. Jetzt kannst du jetzt nochmal reingehen, okay. So, wollen wir nochmal probieren? Komm, wir machen nochmal. Komm, ich will nochmal Revanche. Wir werden es am Ende noch einmal schaffen, komm. Weil das triggert mich bis jetzt immer noch irgendwie, dass ich es am Anfang so sehr verkackt habe, das Let's Plays. Ich vergesse es jetzt schon wieder. Da kommt wenigstens ein Pilz. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Weil das war so eine Sache, die mich echt immer wieder getriggert hat in diesem Let's Play. Und warum läuft das auch immer so gut? Alter, was, wir haben bisher jedes Item bekommen. Es ist die ultimative Glücksrunde. Alter, was? Alter, was? Oh, das war bisher unsere allerbeste Runde, die wir jemals hatten, ne? Das war die allerbeste Runde. Boah, ist das so cool gewesen, hätten wir alles bekommen. Das können wir eigentlich sogar nochmal reingehen, ne? Wir hätten eigentlich die ganze Zeit Items farmen können, ne? Wollen wir noch einmal? Komm. Alle guten Dinge sind drei. Das ist unsere Abschlussrunde. Und dann würde ich den Part auch gerne beenden, weil der fast 50 Minuten lang geht. Für New Super Mario Bros. 3, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Naja, okay. Aber einmal haben wir richtig gezeigt, was wir drauf haben. Und damit bin ich zufrieden. Ich würde mal sagen, das reicht auch nun. Ende.